Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei Dark Souls. Ja, wir sind im letzten Part hier in diese gemalte Welt von Ariamis eingetreten. Ich konnte hier am Feuer nicht wirklich was machen. Kann ich wenigstens was reparieren? Ja, braucht's nicht. Aufsteigen reicht eh nicht. Brauche ich 40.000 Seelen, Leute. Level 81. Hier haben wir so Standardgedöns, also es scheint zumindest so. Aber auch die Jungs nicht zu unterschätzen. Hier kommen wir nicht durch von der Seite, da müssen wir tatsächlich, das ist ein Shortcut. Später halt. Eine Abkürzung. Hier ist wieder viel Erkundung angesagt. Und, ach, was muss ich hier? Ich muss hier irgendwas ausrüsten. Ich weiß nicht, ob es normales Gift oder das harte ist. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich sollte vielleicht mal einfach beide reinnehmen. Ja, vielleicht außerhalb der Sicht eines Gegners macht Sinn. So. Warte, wieder Stiefelkreis hier, ne? So läuft das nicht. Ist verboten. Geht nicht. Kann man nicht machen. Ah, was ich gemacht habe, ich habe mein Feuer auf 10 Estos erhöht da vorne. Weil ich auch tatsächlich dieses Gebiet, glaube ich, zweimal durchschritten habe bis jetzt in meinem Leben. Also mich da nicht wirklich auskenne. Die sind, bäh, die sind so richtig, bäh. Die haben Feuer, ja. Ich wollte es gerade so erwähnen. Nennen wir es mal, ich wollte es erwähnen. Und ich bin vergiftet, läuft doch, ne? Und ich brauche das teure auch noch. Ja, super. Jetzt kriege ich auch noch einen Rachengeist hier rein. Ich kriege Halt. Ich kriege richtig Halt gerade. Wo ist der Penner? Ich glaube, ich suche mir einfach mal einen Platz, wo ich ein bisschen kämpfen kann. Das ist kein NPC, Leute. Oder? Der hat mich produziert, ey. Das war kein NPC. Aber wie liegt das Loot gleich mal am Anfang des Levels? Ach. Läuft! Warum ist da die Reichweite wieder verhältnismäßig? Ich raff's nicht. Verhältnismäßig hoch. Hier ist mein Loot. Ich bleib jetzt auch unmenschlich. Das lassen wir so. Hier noch NPCs dazu. Nee, Leute. Nee. Das, brauchen wir nicht. Habe ich so kein Bedürfnis nach. Irgendwie anvisiert. Hallo? Was soll ich gerade das geswitche? Ich will das nicht. Ne, geht gerade echt nicht. Doof. Das möchte ich nicht. Getrocknete Finger. Hier gibt's Ratten. Aber
Die sind noch ein bisschen pissiger als die, die wir bis jetzt schon kennengelernt haben. Die sind echt lässig. Ja, ernsthaft? Mann! Das war jetzt so der Moment, wo ich mich schon hab sterben sehen. Ich glaube, ich habe die falschen Resistenzen. Das können wir ändern. Ich habe einen Flammenring dabei. Dann sollte ich vielleicht auch mal auf Ausrüstung gehen. Als den brauche ich definitiv gerade hier nicht. Vielleicht hätte der Steinblattring noch was genutzt, aber Flamme ist doch ein bisschen besser. So. Tot. Und ihr merkt es immer noch. Ich bin definitiv sowas von nicht bereit für ein Bloodborne. Du nicht, ne? Ey, ich hab doch jetzt. Jetzt hab ich schon den Flammenresistenzring und den guten auch noch dazu. Super. Läuft. Triggert's jetzt schon? Ja, klar triggert's runter. Was sonst, ne? Ich hab nicht so viel davon. Mann, nee. Also ich glaube, die muss ich doch alle mit dem Bogen auseinandernehmen. Hallo! Ihr habt doch auch einen Schuss nicht gehört, oder? Da ist gerade nicht zu sehen, aber hier kommt noch einer. Nee, habe ich gesagt. Nee. Den kriege ich von da nicht. Okay, er ist weg. Alles cool. Sag mal nein. Ihr seid jetzt ja alle tot, oder? Ein paar Seelen waren es, glaube ich. Ein paar ist gut. Okay. Dann durchsuchen wir aber trotzdem mal das Haus. Sind auch noch ein bisschen mehr Panne als wir die Ratten, die wir bis jetzt kennengelernt haben. Aber ich weiß nicht mehr genau inwiefern. Ich glaube, die Vergiftung ist noch höher oder sowas. Die Rate geht noch mal schneller hoch, aber bin ich mir nicht sicher. Ja, genau! Okay, ist weg. Was mir auch kaum Lebensenergie gekostet hat. Nein. Bin ich dagegen? Erstmal Heilung rein. Erstmal weg. Ist egal. Mann, bin ich froh, dass ich ein Pfeile-Fan bin.
ist das nochmal? Mann, bin ich froh, dass ich Pfeile finden bin. Da muss man echt auf das Blut von denen, was die so rumspritzen, echt aufpassen. Weil das ist nicht gut. Ich sehe ihn gerade nicht. Toll. Box. Das saß. Das saß auch. Mal noch ein Stückchen trinken. Alter. Nee. Weg, 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 weg. Alter. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, aber die Vergiftung wenigstens nicht mitgenommen. Einmal wenigstens nicht. Mann, nee. Demon's Souls lässt grüßen. Hier können wir nämlich das Seil abschneiden und dann... Übrigens, Demon's Souls lässt grüßen ist auch das da unten. Das erinnert stark an Phalanx. Dem ersten Bossgegner aus Demon's Souls. Und ich stelle mich echt nicht gerade gut an. Muss ich ganz, ganz trocken selber sagen. Muss ich echt ganz, ganz trocken selber sagen. Ach Gott, Kamera! Hallo? Ich will doch einfach bis durch die blöde Tür durch, damit ich ein bisschen mehr Anlauf habe. Alles cool. Eine Seele Ritter? Okay. Gibt's hier hinten noch irgendwas Nettes? Außer ein Arsch voll oder so. Ah, hier bist du heiliger. Also den brauchst du hier sowas von gar nicht, ne? Achso, es tut mir leid. Ah, den brauchst du hier nur wirklich nicht. Nicht in diesem Gebiet. Hier könnte es sein, dass welche hochgeklettert kommen, aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Meinst du das gerade ernst? Ich lass mich doch nicht vom Pillegegner verhauen hier. Mann! Also echt mal. Irgendwas auch mal gut. Was sollte der Scheiß? Hier waren die Ratten. Warum die sich vor mir wegdreht, verstehe ich zwar jetzt nicht so ganz, aber naja. Sollen wir auch nie bei der Stelle. Ich kann es gerade nicht. Erst eine runde Kette. Da haben wir die komplette Rüstung von den Gemäldehütern. Okay. Wie gesagt, bin ich jetzt nicht der große Fan von, aber kann man zur Not als Kombinationsgegenstand, wenn man irgendwie mal doch zu schwer ist oder sowas und braucht irgendwie ein etwas leichteres Rüstungsteil, dann hat das schon Sinn. Obwohl es, wie gesagt, meins von einfach der Rüstungsklasse und auch von der Optik her nicht ist. Aber ich will nicht meckern. Wo macht sie jetzt hier gerade weiter zu laufen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Scheiße! Ich glaube, ich muss einfach runter. Au! Oh. Okay, das war eine sehr hochwertige Seele. Jetzt kommt gleich ein sehr hochwertiger Gegner. Aber es kann auch sein, dass ich hier noch einen oder anderen Item am Abstauben bin. Habt ihr schon einen Schatten gesehen? Mit ein bisschen Glück. Auf die Gegner habe ich so null Bock. Aber so gar nicht. Naja, da komme ich nie ran, aber an das da. Okay.
sollte jetzt mit dem Gegner, den ich da jetzt gleich plätten werde, tatsächlich ordentlich was an Seelen einfahren. Ich habe ja jetzt mittlerweile einiges an hochwertigen Seelen. Ich raff bloß gerade nicht, wo ich hier wieder wegkomme. Da will er nicht. Hallo? Ey, jetzt mal ernsthaft. Geht das? Nee, das sieht nicht gut aus. Das ist auch nicht so geil. Nee, das wird nix. Und hier ist nur noch tiefer. Hallo, wie komme ich hier wieder raus? Bin ich gerade doof? Da gibt es ja eine scheinbare Wand. Hallo, ich muss hier wieder rauskommen. Kann nicht sein. Ihr wollt doch nicht, dass da rüber springen, jetzt mal ernsthaft. Na, das könnte gehen. Oder auch nicht. Hm. Es dürfte ein bisschen echt tief sein, eigentlich. Ich probier's mal. Ja, geht noch. Sind die toten Razzis? Eieieiei, nicht gut. Ich habe jetzt gedacht, da hängt noch irgendwie einer an der Seite dran. Wo ist denn hier nochmal der reguläre Weg einfach? Ich glaube, das war das hier. Ja. Und der Tisch steht regulär im Weg. Und ihr habt da schon, genau hier, so eine Art Brücke gesehen. Jetzt muss ich bloß ein bisschen Platz schaffen. Eventuell. Weil so ein Fight, nennen wir es mal Fight, hat man schon mal. Ja, ja, genau. Harpien, Leute. Harpien. Die übrigens abstürzen können, was ich bis heute noch nicht weiß. Wobei, die sterben dabei nicht. Also, die können das wirklich ab, diesen... Die haben da keinen Fallschaden oder irgend sowas. Komm halt her. Ah doch, die haben Fallschaden. Warum fliegt der nicht einfach? Das macht doch gar keinen Sinn, Leute. Also, jetzt mal ernsthaft. Also, mal ernsthaft. Oh, ich werde mir hier noch was freischalten, schnell. Wenn es das ist, was ich denke. Ja, ja. Da bin ich auf dem richtigen Trichter. Und hier brauche ich aber, glaube ich, tatsächlich noch einen Gegenstand. Nee, haut noch nicht hin. Jetzt muss ich so ein bisschen einen Run machen. Ihr seht halt das, was ich vorhin Phalanx genannt habe. Das hat gerade keinen Sinn, dass ich mich mit denen groß anlege. Weil die Dösköppe am extremen Feuerschaden. Aber ich habe nichts mit Feuer. Läuft, ne? Also, eher so semi-toll. In den Brunnen kann man rein. Habe ich aber auch keinen Bock drauf. Weil da eine Art Gegnertypus drin ist, den ich sowas von verachte. Ich weiß bloß nicht, ob ich das Tor aufmachen kann. Es geht. Ach Gott. Gott sei Dank. Gott sei Dank, es geht. Die Jungs hier, die Phalanx-Typen, die sind übrigens tatsächlich auch ein guter Farmspot eigentlich. So. Jetzt muss ich aber mal was gucken. Ich habe auch ein Zeug eingesammelt. Auch Seelen auch. Große. Ja. Ich würde einfach mal sagen. Jo, da komme ich auf 40.000. Das mache ich doch gleich mal. Das machen wir. Also die geben wir uns. Das war Ritter, ne? Seele Ritter, ja. Die beiden gebe ich mir.
Und dann dürfte das funktionieren. Haben wir zumindest ein Level up und ich habe halt auch nicht die 25.000 Seelen verschwendet. Also in dem Aspekt ist schon gut. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Können wir aufsteigen? Jawohl, also passt schon. Ich hau noch ein bisschen was in Kunst hier rein. Also darf ich eh auf 35 mindestens kommen. Weil, wie gesagt, beim Schaden habe ich schon mal erwähnt, da komme ich auch nicht mehr auf so wirkliche Werte. Also nicht, wenn ich das per Level abmache. Wenn ich so mache, dass ich sage, okay. Hau mir die Scheiße in Waffen rein. Da macht das schon Sinn, aber... Verteilen die sie schon? Jo, tun sie. Einfach nur weg. Hier kommen sie mir nicht nach. Alles cool. Ich habe nämlich noch vor, was Größeres zu plätten. Ja. Will ich. Also ich habe die... Die blöde Dings scheint weg zu sein. Die Harpier. Ihr seht das da. Ich weiß gar nicht, ob ich hier die Gegenstände komplett alle holen kann. Ich versuche das mal. Nee, lass mal doch sein. Der kommt mich jetzt angetrabt, der Depp. Und der ist so wie wirklich wie der untote Drache, den wir als allererstes besiegt haben. Aber... Das machen wir hier auch genauso. Oh, das geht weiter. Das geht um einiges weiter. Ich glaube, hier in der Ecke sind wir relativ sicher. Jo, das geht gut. Aber wir haben ja Pfeile, Leute. Ich weiß nicht, ob jetzt wieder Benny Hill Zeit angesagt ist. Kann ich mal auch nicht mehr schaden, wenn ich im Kopf treffe, okay? Naja, doch ein bisschen. Aber noch ein paar Pfeile, so ist halt nicht, ne? Und ihr seht, das tickert auch relativ schnell runter, also ist alles okay. Auch eigentlich ein voll optionales Biest. Der Säule vorbei. Ich glaube, da treffe ich seinen Kopf öfter. Wenn die Hitbox das zulässt, verdammt. Aber es geht. Jojo, das passt. Also so ein, zwei Hits verpasse ich ihm immer. Was den Kopf angeht. Ah, jetzt bin ich gerade wieder in der Säule hängen geblieben. Man kann ihn auch so auf die Krallen klopfen. Ihr seht da so, gerade wo die 94 zu sehen war, im Prinzip am unteren Drittel der Säule, leicht rechts davon, seht ihr seine Pfoten. Da kann man auch draufhauen. Aber da gibt es auch noch so einen Safe Spot, aber das haben wir noch nie geschafft. Das war es auch schon, ging ja relativ fix. Wie gesagt, wenn das Spiel mir das zulässt, einfach hier mal auf den Kopf zu hauen. Auf Easy-Peasy-Taktik. Dann ist das halt einfach mal so. Der Blutschuld ist nicht uninteressant. Weil der uns tatsächlich vor diesem Schaden von den 6 explodierenden Viechern eigentlich bewahrt. Wollen wir mal gucken. Der hat natürlich eine schlechtere Haltung, klar. Aber mittlerweile ist tatsächlich... Ach Gott. Ach Gott. Da seht ihr es. Da seht ihr es wirklich. Blutungsresistenzen und Giftresistenzen ist halt höher.
Und darum werde ich diesen hier auch mal benutzen. Also, das ist nicht der Schild meiner Wahl, definitiv nicht. Und das Geile ist, hier seht ihr noch den restlichen halben Drachen. Ja, der hat sich so halb abgerissen. Ist mir so ein bisschen irritiert. Eigentlich kann ich den Weg freiräumen. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, dass das jetzt gerade nicht geht. Weil das sogar so eine Art Abkürzung ist eigentlich. Nee, funzt gerade irgendwie nicht. Warum? Kann ich euch nicht sagen. Vielleicht fehlt mir auch noch irgendwas. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Hier unten drunter ist auch noch meine Brücke. Vielleicht kann ich die euch an so einer Stelle hier sogar zeigen. Nee, geht nicht. Kann ich euch nicht zeigen. Wo es tatsächlich zum Ende des Gebiets geht. Ziemlich cool gemachte Geschichte eigentlich, wie ich finde. Und übrigens hat dieser Drache echt furchtbar wenig Seelen gerissen. Und eine eigene hat er auch nicht. Wo ging das? Man kann ja auch in dem Turm hoch. Aber ich fall's gerade nicht. Wahrscheinlich hier irgendwo drin. Na, da eher nicht. Da war einfach mal eine Mauer. Hier geht's hoch. Hier ist es wirklich, wirklich gefährlich, was die Jungs angeht. Oder Mädels. Das sind ja Harpien. Und Harpien sind ja eigentlich eher weiblich. Au! Und viele. Nicht nett. Aber geben 1000 Punkte, also das ist auch so Farming-Spot-technisch ganz, ganz nice. Weißt du was? Du kannst mal da unten bleiben, ist mir egal. Tob dich aus. Roter Symbolspeck. Ich habe keinen Schimmer, was der bedeutet, Leute. Jetzt kommen wir aber an eine Stelle, wo ich sagen muss, es ist jetzt nicht so sonderlich clever, da eigentlich zu agieren. Ich nehme aber das trotzdem mit. Ritterseele. Haben oder nicht, ne? Hier hat man ja relativ wenig verloren. Ihr seht auch noch da mal, das ist ein Gegenstand, den kann ich mitnehmen. Wenn ich hier rauskomme irgendwie. Wie ging denn das? Jetzt eine Stelle finden, wo ich gut abspringen kann, ist ziemlich shitty. Hä? Das war Rollen, nicht Springen. Das geht nicht. Ich würde echt mal behaupten, es geht nicht. Das war ja tatsächlich bei Demon's Souls, gab es ja noch so ein, zwei Stellen im Spiel, da kommt man tatsächlich rüberspringen. Das war dann... Okay, ich habe es überlebt. Schnell einen Schluck nehmen, weil ich glaube, hier wuseln noch ein paar von den Viechern rum. Das war jetzt irgendwie die Info, die ich tätigen wollte. Ich habe gerade keinen schon mal, Leute. Aber wir haben trotzdem ganz gut was gerissen. Wenn ich hier nicht wenigstens dauernd überall hängen bleiben würde, wäre schon schön. Wo ist denn jetzt der Gegenstand? Ich weiß nicht, ob man den durch das Fenster sehen kann. Ob man da denn von hier aus irgendwie darüber springen kann, das ist mir nicht ganz schlüssig. Also hier ist nichts weiter. Also wir haben diesen einen Gegenstand im Fenster dann noch, aber ich weiß auch nicht mehr, was das war. Ob das ein nützliches Ding war oder eher nicht so. Wo man sich so halb in den Tod stürzt oder ganz. Ohne zu wissen, was da wirklich geht. Ist das, was ich hier irgendwie rumgehe? Ich probiere es einfach mal.
Weil das ist hier eine relativ sichere Bank. Hier scheint aber nichts zu sein. Aber wir haben es zumindest mal ausprobiert. Und gleich noch eine HP runtergestürzt. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja. Jetzt sind wir schon weitergekommen, aber... Leute, das war's noch nicht mit dem Grauen hier. Ja, das Grauen geht weiter, indem ich einfach Lebensenergie verliere. Mit denen lege ich mich übrigens mal im nächsten Part an. Ich zeige es euch zumindest mal. Ich will bloß gerade nichts verlieren. Sag ich euch, wie es ist. Das Sinn hier hochzugehen. Ja, da weiß ich, wo wir hinkommen. Will ich aber nicht. Will ich noch nicht. Das mache ich wirklich erst im nächsten Part. Also, der Part geht schon noch so ein, zwei Minütchen jetzt hier, aber... Ja, da haben wir nochmal einen Gegenstand. Und... Echt ein Haufen Gegner, was ich echt gerade ein bisschen arschig finde. Aber das war jetzt relativ fies. Der Bogenschützer oben, den hätte es echt nicht gebraucht. Deinen Flammenzauber jetzt auch lassen können. Mir geht es ja echt bloß darum, jetzt die Items hier direkt nicht nur einzusammeln. Wo ist er denn? Da ist er. Jawohl. Fast one hit. Und das mit dem Bogen. Nice. Nice, nice, nice. Hier aber nochmal rumgucken, aber hier ist auch nichts weiter. Also, da ist nochmal Gebiet, wo es echt lustig wird. Ich hoffe, ihr habt gesehen, dass ich das echt in Anführungszeichen gesetzt habe. Weil man kann fast sagen, ungeil. Und hier runter kommen wir auch nochmal in ein Gebiet, wo es echt lustig wird. Aber ich habe relativ viele Seelen, die will ich nicht raushauen, einfach so. Die will ich nicht verschwenden. Nein. Ich gehe jetzt ans Leuchtfeuer, Leute. Okay, da ist die Reichweite auf einmal wieder völlig okay. Das nervt mich ein bisschen. Und mit den Phalanxen lege ich mich auch noch an. Also überhaupt kein Ding. Aber... Für diesen Part soll es das gewesen sein. Ich werde jetzt ein bisschen leveln. Wie gesagt, ich habe ja einiges an Seelen und sowas eingesammelt. Da wird schon was bei rumkommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt Dark Souls hier bei mir auf dem Kanal, Leute. Haut rein!